wenn wir uns einig sind, dass sich in der Welt da draußen alles verändert, wie kann es dann eigentlich sein, dass sich bei uns nichts verändern soll? Wenn wir uns einig sind, dass sich in der Welt da draußen alles verändert, wie kann es dann eigentlich sein, dass sich bei uns nichts verändern soll? Dass, mir ist dieser eine Satz vom Innovationsforscher immer noch so im Kopf geblieben, dass die größte Innovation, die sich die meisten Menschen wünschen, die ist, dass alles so wird, wie es früher mal war. Das kann nicht funktionieren. Das ist der Originalfrosch vom Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Den hat der Stefan Seeger kreiert. Und wir müssen ja immer schauen, ob manche Themen denn für unsere Wirtschaft relevant sind. Die feste Überzeugung ist ja, dass 3D-Druck vieles verändern wird. So, jetzt heißt das also de facto, dass in Thailand keine Frösche mehr hergestellt werden, sondern in Solingen. In geraumer Zeit kann man vielleicht mal einen Frosch in Kupfer herstellen. Herr Werner hat den Auftrag von mir, noch Grundlagenarbeit zu machen, sprich also Unternehmerinnen und Unternehmer zu informieren, zu besprechen. Sie bezahlen dafür kein Geld, sie müssen nur Zeit, Wille, Lust und Motivation mitbringen. Insofern haben wir mit der Not einen Ort geschaffen, wir haben auch 2 3D-Drucker angeschafft, über wie funktionieren die, wie funktioniert dieser Kollege, der da hinten gerade noch solche Frösche druckt, was muss ich investieren, macht das Sinn? Mit welchem Unternehmen kann ich sprechen? Bring mich doch mal mit der Firma Aumar zusammen, wo wir dann mal zeigen, wie das im Alltag, wie viel Geld da gespart werden kann. Es ist ganz wichtig, dass sich jede Unternehmerin und jeder Unternehmer mit der Thematik einmal ernsthaft auseinandersetzt. Und dafür sind wir da. Dafür haben wir die 3D-Lounge geschaffen. Insofern werden wir, weil Oberbürgermeister Kurzbach um 9 Uhr die 3D-Lounge im 2. Stock eröffnen.